Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort, der Abgeordnete Rasmus Andresen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Brexit bleibt ein Trauerspiel. Das haben wir hier unter den demokratischen Fraktionen schon gemeinsam hier vor 3 Wochen festgestellt. Und das Traurige ist ja, dass seitdem wenig passiert ist im britischen Unterhaus. Und wenn man sich die Rede der britischen Premierministerin von gestern noch mal vergegenwärtigt, dann muss man doch sagen, dass Theresa May da sehr ideenlos wirkt und man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass sich da in irgendeine Richtung irgendetwas entwickelt. Und das ist traurig und das kann man von hier aus nur beobachten und nur zur Kenntnis nehmen. Denn es gibt ja schon auch Sachen oder Erkenntnisse, die in den letzten Wochen hinzugekommen sind. Wir haben immer mehr Studien, die auch belegen, wie viele Arbeitsplätze beispielsweise bei uns oder aber auch natürlich auf der Insel gefährdet sind durch einen harten Brexit. Wir haben, das muss ich sagen, auch wenn ich ihn das letzte Mal kritisiert habe, durch die Labour Party und Jeremy Corbyn inzwischen konkrete Angebote auch auf dem Tisch, zumindest einen Hard Brexit zu vermeiden. Aber alles das ist bisher unbeantwortet geblieben von Theresa May und das lässt uns doch besorgt zurück. Aber ganz unabhängig davon, was bzw. ob sich das britische Unterhaus noch für irgendeine Option entscheidet, müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, was in der Zeit danach passiert. Und da ist für uns Grüne eines ganz sicher, ganz egal, was dort noch für Gespräche auch stattfinden müssen. Die EU darf keine Lösung akzeptieren, die den Frieden zwischen Nordirland und Irland gefährdet. Das ist eine rote Linie und da unterstützen wir die EU-27, die sich dazu verhalten und die im Übrigen beim Brexit zeigen, dass sie in großer Einvernehmlichkeit unterwegs sind und auch zeigen, dass Europa stark ist, wenn wir gemeinsam stehen. Und das, finde ich, muss man bei aller Trauer über den Brexit auch mal feststellen, dass das was Positives in der Europäischen Union ist und vielleicht auch Beispiel sein könnte für andere Seiten. Wir sollten auch als Europäische Union bereit sein, den Britinnen mehr Zeit zu geben, aber wir müssen auch dann sehen, dass wir von der britischen Regierung oder dem Parlament dann mal konkrete Vorschläge bekommen, was dann mit der Zeit auch gemacht werden soll. Also einfach nur zu verlängern, ohne dass sich irgendetwas Konkretes andeutet, ist halt ein Problem. Die britischen Grünen fordern, wie sehr viele Millionen Menschen in Großbritannien, nach wie vor ein zweites Referendum. Das unterstützen wir. Aber auch wenn es andere Optionen gibt, dann sollte die EU, sollte es zumindest nicht an der Zeit scheitern. Es ist ein bisschen skurril, dass wir jetzt ein Gesetz in der ersten Lesung haben, wo wir gar nicht so genau wissen, ob wir es überhaupt benötigen. Das ist offenkundig so. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass es das Gesetz gibt und dass wir es dann auch weiter im Europaausschuss behandeln werden. Neben dieser formalen Gesetzgebung, die wichtig ist, gibt es aber auch noch weitere Aspekte, die wir, glaube ich, im Europaausschuss auch weiter beraten sollten. Das Ganze betrifft zum Beispiel auch die Frage, auch jenseits von rechtlichen Fragen, welche Perspektive können wir Menschen geben, die einen britischen Pass haben und bei uns in Schleswig-Holstein leben? Welche Perspektive können wir aber auch jungen Leuten in beiden Ländern geben, nach wie vor auch weiter miteinander im Austausch zu sein? Und was ist vielleicht auch über Städtepartnerschaften noch möglich, um auch ganz egal, ob soft, hard oder gar kein Brexit, die Kontakte nach Großbritannien nicht abreißen zu lassen? Das alles sind Punkte, die wir, glaube ich, in der nächsten Ausschusssitzung, in der nächsten Woche noch mal intensiv auch beraten sollten. Und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen einvernehmlicher machen, Frau Kollegin Pörsch, als jetzt die Kritik gerade eben ist aus der SPD-Fraktion heraus verdeutlicht hat. Natürlich gibt es Unterschiede, aber wir haben auch, glaube ich, festgestellt im letzten Europaausschuss, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Und ich meine auch, dass nach Initiative der SPD inzwischen ein ganz guter Antrag unterwegs ist, wo zumindest wir Europäer fraktionsübergreifend uns sehr einig sind. Natürlich ist der Brexit mehr als nur Wirtschaftspolitik, aber natürlich ist die Wirtschaftspolitik auch ein wichtiges Thema im Rahmen des Brexits. Und in dem Sinne sollten wir jetzt gucken, dass wir da einen gemeinsamen Antrag formulieren, dass wir das Übergangsgesetz konstruktiv beraten,
dass es so beschlossen werden kann, dass, falls wir es benötigen, es dann zum Zuge kommt und wir alle gemeinsam miteinander hoffen, dass wir in Großbritannien vielleicht auch noch ein Umdenken stattfindet und wir eine Lösung finden, die für uns alle eine gute ist. Und das wäre der Verbleib von Großbritannien in der Europäischen Union. Vielen Dank.